Trank to Busan, 2, Peninsula, ultrabrutaler Zombie-Reißer ist ein echter Schocker. Dieser Trailer lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Der Zombie-Apokalypse-Film Trank to Busan 2, Peninsula ist nur etwas für Hartgesottene. Von Stefan Brüllnetz, heftig. Der erste Trailer zum Zombie-Reißer Trank to Busan 2, Peninsula lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Denn die Macher sorgen für eine bedrohlich gefährliche Stimmung. Zu Beginn ist nur die heruntergekommene Umgebung einer Stadt zu sehen. Mehrere bewaffnete Menschen scannen unter anderem mit Nachtsichtkameras die Umgebung und entdecken dabei eine Zombie-Horde. Peninsula, auf Deutsch Halbinsel, setzt 4 Jahre nach den Geschehnissen von Trank to Busan an. Nichts ist mehr da, die Welt ist verlassen, nur wenige Menschen haben überlebt. In einem ehemaligen Knast kommt es dann zu einer besonders krassen Szene. Mehrere Tote hängen am Galgen von der Decke. Hinter den Absperrungen geifern wahnsinnig wirkende Mienchen nach Spektakel. Innerhalb der Absperrung finden sich einige unglückliche, offenbar gefangen genommene Personen wie der. Die einzige Regel für das, was dann kommt, überleben. Denn anschließend werden blutdurstige Untote auf sie gehetzt, eine furchtbare Untergrundversion der Gladiatorenspiele aus längst vergangener Zeit. Die Menschen müssen nun irgendwie versuchen, ihnen und der Apokalypse zu entkommen. Doch unzählige Untote trachten ihnen nach dem Leben. Der erste Trailer zu Trank to Busan 2, Peninsula sieht vielversprechend aus, der Rest sind Nervenkitzel und Action satt. Deshalb dürften sich über diesen ersten Trailer viele Genre-Fans freuen. Schließlich war Trank to Busan im Jahr 2016 einer der Überraschungshits, erhielt unzählige Positiv-VE-Kritiken, kam bei den Zuschauern gut an und sandte darüber hinaus auch noch 32 Auszeichnungen auf der gesamten Welt ab. Zusätzlich wurde er noch für 39 weitere Filmpreise nominiert. Der Zombie-Reißer hatte ein Budget von umgerechnet 8,5 Millionen US-Dollar, spielte weltweit an den Kinokassen aber knapp 93 Millionen US-Dollar ein. Hierzulande war er leider nur kurz und in ausgewählten Lichtspielhäusern zu sehen und avancierte vor allem im Heimkino bzw. über Netflix zur Sensation. Aktuell ist er nur noch als Video on Demand zu leihen oder zu kaufen und er auf DVD und Blu-ray zu ordern. Auf das Sequel darf man nun besonders gespannt sein. Denn schon das Original war atemlos und kam extrem spannend daher, weshalb dieser Film die Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann zog. Mit Leon Sang-ho ist außerdem der Regisseur am Werk, der schon für Trank to Busan und Seoul Station verantwortlich war.